Samstagmorgen um 5.30 Uhr wurden die Feuerwehren der Gemeinde Südburgmalland, die DRK-Bereitschaft Aurich mit einer Sanitätseinheit sowie die Drehleiter der Feuerwehr Aurich nach Mordorf an die Auricher Straße alarmiert. Hier kam es zu einem Brand in einem Biker-Shop. Die 90 Einsatzkräfte der Feuerwehren haben das Feuer rasch unter Kontrolle gehabt, sodass der Wohnteil des Gebäudes gehalten werden konnte. Eine besondere Gefahr an dieser Einsatzstelle waren auslaufende Betriebsstoffe sowie Gasflaschen, die gesichert werden mussten und aus dem Gebäude verschafft wurden. Aufgrund der Wärme und der Dauer des Einsatzes ist zusätzlich der Verpflegungszug der Feuerwehr mittels alarmiert worden, um die Einsatzkräfte mit Getränken und Speisen zu versorgen. Bereits auf der Anfahrt der Feuerwehren konnte eine riesige Rauchsäule festgestellt werden, sodass man von einem größeren Feuer ausgehen konnte.